Suddenly, was geht ab, meine Zucker, Schneeko, Dajus, mein Name lautet Enzo Strikes und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, die gute alte Mappe ist auf dem Glastisch und das bedeutet, es geht weiter mit der Welt der Bands, Teil Nummer 24. Und ja, meine Mutter hat das Ding echt eingerahmt. Ich habe dieses Foto aus Spaß dahingelegt, sie hat es einfach eingerahmt. Wer keinen Plan hat, aus der Welt der Bands ist, Link in der Beschreibung, checkt's ab, da wisst ihr's. Aber wo sind wir stehen geblieben? In der letzten Folge haben wir gegen den 1000-Füßler gekämpft, gegen den Monster-1000-Füßler, der immer krasser, größer und stärker wurde. Und es war natürlich ein sehr harter Rennkaderkampf, der sehr auf unsere Nerven und auf unsere Triebe ging, deswegen war es sehr anstrengend. Nein, es war auf jeden Fall ein sehr harter, anstrengender Kampf. Aber, ohne viel zu reden, würde ich sagen, gucken wir mal, wie es weitergeht. In die Welt der Wellensittiche Teil Nummer 24! In die Welt der Wellensittiche Teil 24. Der Verbrecher. Tom und Jana wurden beraubt. Von einem schwarzen Mann. No racist, das ist, ich meine es nicht so, wie ihr es denkt. Es, nein, alles gut. Nicht dieser Art. Egal, ihr wisst, was ich meine. Nicht no racist. Er hat Janas Kette geklaut. Sie gingen zum Polizeirevier und meldeten den Fall. Tom rannte mit seinem Schwert auf den Täter. Päff! Sie waren in einer neuen Welt. Dort kämpften sie. Ha 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 ha, ein Portal. Holy smolly, okay, Tom und Jana wurden geklaut. Und zwar hat er Janas Kette geklaut. Daraufhin gingen Tom und Jana zur Polizeirevier und wollten das melden. Auf jeden Fall war dann dort anscheinend der böse Mann und Tom rannte mit seinem Schwert auf ihn zu. Und dann hat es Pef gemacht und sie waren in einer anderen Welt. Und dort kämpfen sie jetzt. Auf jeden Fall, wir haben hier noch ein Bild. Hier sehen wir unten links Tom in einer anderen Welt. Der Boden ist irgendwie Lava, sie sind auf Steinen und kämpfen. Rechts sehen wir den dunklen Mann, der lila ist und nicht schwarz. Wir sehen oben im Himmel zerrissene Wolken und rechts ein Portal. Ein böses Portal. Scheint auf jeden Fall ein krasser Kampf zu werden. Ich glaube, jetzt fängt es langsam an. Mit der ernsten Thematik, der Akrobatik durch die Dynamik. Ne, okay, es scheint ein krasser Kampf zu werden. Ich bin echt gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, was mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns.